Bevor sich der Zerg angeschlossen hat, viele Ranch. Noch mehr über uns. Unglaublich, Mann. Profile, Fingerabdrücke. Citara hat einen Schulverweis, weil sie dem Direktwasser den Kaffee getan hat. Weil der Zerg eingebunden wurde. Er operiert jetzt in einem Team und hat politische oder unternehmerische Ziele im Visier. Das Individuum gilt als gefährlich. Was? Mann, da kommt noch jede Menge Zeug. Aber ich sehe nichts über das Versteck. Branch, die sind an mir dran. Oh, weg da, Howard! Wir haben die Position nicht. Ich hab ne Frequenz. Los! Okay, Dude, wenn du das so meinst, dann geh ich raus hier. Oh, das ist ein fetter gepanzerter Typ! Das sind gepanzerte Typen, Leute. Lol! Holy shit, die Leute gehen die gewinnen! Ich krieg die nicht tot! Hab ich noch andere Sachen, mit denen ich die tot kriegen könnte? Jetzt, let's go! Jetzt, schnell, weg, 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 Dude! Nicht gehen! Rennen! Fuck this shit! Ja, Mann, Alter, das gehört jetzt uns! Das ist jetzt unsere Base! Komm schon, komm schon! Scheiße! Pass bloß auf, Marcus! Ich empfange eine Menge Bewegung! Das FBI wird dich erwarten! Ach, leck mich! Bleib ich doch lieber bei der Waffe! Ausschwärmen! Spürt ihn auf! Okay, das wird jetzt lustig. Das wird jetzt richtig schön lustig da unten. Mit diesen gepanzerten, fetten Typen. Am liebsten würde ich jetzt einfach meine Waffe nehmen und rausrennen. Ah, ich glaube, das wird jetzt nichts. Hier ist keine Sau. Ich denke mal, ich muss da rein. Okay, Entsperrungsterminal finden. Oder muss er einfach jetzt wieder raus? Soll ich jetzt einfach gehen? Oder was ist mit dem Raum hier? Na komm, wir machen das fix. Ich meine, wofür haben wir denn sonst das kleine Vehikel hier? Nee, 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 nee. Schnell mal was hacken. Vielleicht ist ja was Cooles hier unten. Man weiß ja nie, ne? Hm. Nice. Gucken wir mal, was da drin ist. Vielleicht ist ja hier irgendwas Interessantes drin, ne? Alternativer Ausgang. Ist doch top. Da rennen wir schon mal wenigstens nicht in deren Arme, falls da welche sind. Dude. Bewegung. Das ist mein Motorrad, habe ich gehört. Schön, nehmen Sie. Okay, das war einfach. Ich dachte, da werden jetzt ganz viele die kämpfen müssen, aber easy. Das war ja easy. Yeah. Bin draußen, aber verdammt, was für ein Reinfall. Ich hab gar nichts. Au contraire, Alter. Du hast die Frequenz des Verstecks. Wir müssen es nur triangulieren, dann wissen wir, wo es ist. Alles klar. Der Sendeempfänger oben auf dem Dellums ist unser erster Punkt. Okay, ich habe noch ein paar Antennen für die Triangulation gefunden. Ich nehme die eine, du die andere. Ich markiere sie auf der Karte.
Und ihr Samen. Braucht jemand Hilfe? Ja, ja, ich bin schon weg. Ich bin schon weg, Leute. Ganz ruhig, okay? Mal gucken, wie weit ich jetzt fahren muss zum Mission. Okay, wo ist sie denn? Warum sind die alle immer so weit weg? Ja, wir haben eine riesige Karte. War das hier mit den Leveln? Ne, hier waren die... Damit sind wir noch nicht durch. Danach machen wir die hier, glaube ich mal. Ach, guck mal, das ist sogar eine Hauptoperation. Dann machen wir die direkt danach. Dann machen wir erstmal die hier zu Ende und danach die hier. Das ist aber echt krass, wie viel die über French wussten, ne? Die wussten ja über seine Kindheit Bescheid und das haben wir alles in diesen Sachen gerade gehört gehabt. Es war zwar nicht viel, was wir gehört haben, weil wir unterbrochen worden sind. Aber... Scheiße, man, die wussten echt eine ganze Menge. Oh. Kann ich eigentlich wieder leveln? Habe ich wieder ein paar Punkte? Ich weiß gar nicht. Ich habe 11 Stück, okay. Kann ich hier irgendwie was machen bei den Autos? Nö. Kann ich auch noch irgendwas machen? Ich glaube nicht, oder? Doch, hier, oder? Das hier? Ich würde sagen, wir machen das. Nice. Nice, okay. Und dann nochmal das hier. Einfach so. Weil wir es können. Weiter geht's, ab zur Mission. Ich bin gerade, ehrlich gesagt, überlegen, ob ich nochmal wieder neue Klamotten kaufe, aber scheiß drauf, Mann. Kann ich ja privat immer noch machen, wenn ich wieder so ein paar, den Online-Modus spiele ich ja privat ein bisschen gerne. Ich muss ganz ehrlich sagen, den mag ich so ein bisschen. Deswegen haben wir auch immer von Mission zu Mission immer unterschiedliche Mengen an Geld in unserem Portemonnaie. Außer zwischen dieser und letzter Aufnahme, da habe ich gar nichts gespielt. Da muss ich einfach wirklich sagen, hatte ich keinen Bock zu. Einfach, weil die eine Mission mich da so abgefuckt hatte. Oh mein Gott. Weil ich ja so lange dafür gebraucht habe, bis wir die endlich geschafft haben. Obwohl die eigentlich echt ganz einfach war. Also so im Nachhinein muss ich ganz ehrlich sagen, die war echt einfach. Ich glaube, ich hätte einfach nur Pech gehabt. Oh, oh mein Gott! Ich dachte, ich fliege da jetzt rüber. Das war ganz schön verlassen hier. Hey, Wrench. Ich hab ja gleich den dritten Punkt. Los, beeil dich, Mann. Wie ist es mit der Kellnerin gelaufen? Gehen auf ein Konzert nächsten Donnerstag. Cool. Ja, die scheint echt in Ordnung zu sein. Nicht wie... Sofort stehen bleiben. Ich mach überhaupt nichts. Auf den Boden. Jetzt. Ich gehe mit der Katze Gassi. Wrench? Wrench? Shit. Hat er gerade gesagt, er geht mit der Katze Gassi? Sitara, Wrench ist weg. Das FBI hat ihn. Hab ich gehört. Scheiße. Gib mir seine letzte Position. Hat keinen Sinn. Sie bringen ihn in das Versteck. Du musst die Triangulation beenden, um herauszufinden, wo er ist. Beeilung. Holy shit, Mann, nicht Wrench. Der Dude ist cool. Komm schon. Ich muss das schaffen. Okay, und was muss ich jetzt mal ändern? Ich glaube, den hier? Ne, da komme ich auch nur dorthin. Was muss ich denn jetzt noch ändern? Wir haben jetzt... Den... wir haben eigentlich so gut wie alles schon, oder nicht? Irgendwas fehlt hier. Irgendwas muss ich noch ändern. Abgesehen von dir. Okay, dann könnte ich den... Ach, guck mal, dann geht ja schon der hier oben. Dann ist der unlocked. Dann kann ich den hier so drehen. Den auch so. Ach, guck mal, das war's schon. Nice, komm mal, Alter. Wir müssen Wrench retten. Der Typ braucht uns. Er ist der coolste Dude in unserer Gruppe. Sendeempfänger platziert. Triangulation läuft. Es ist die alte 16th Street Station. Mal sehen, was da läuft. Hack dich in die Sicherheitskameras. Ich hack mich rein. Holy shit! Ist das so ein Roy Orbison-Ding, oder was? Also, mein Dad hat gesagt, Roy hat die Brille getragen, um sein Lampenfieber zu überwinden. Okay. Ich stelle eine Frage. Ist die Antwort ja? Dann gehen Sie als freier Mann mit der Maske. Wer zum Teufel ist Roy Orbison? Ist die Antwort nein, dann bleibt die Maske weg. Sie gehen in den Knast und bleiben genau der, den Sie im Spiegel nicht sehen wollen.
So sieht's aus. Sie sind Mitglied von DedSec. Fakt. Sie legen sich mit dem Staat an. Fakt. Sie werden als Staatsproblem behandelt. Fakt. All diese Punkte zusammen eröffnen mir eine Reihe von Optionen. Sie sind ein feindlicher Kämpfer. Das heißt terrorhaft. Guantanamo eventuell. Es sei denn... Es sei denn was? Es sei denn, Sie helfen mir mit DedSec. Bringen mir Ihre Zero Days und Infos über die gesamte Gang. Sie bringen mich rein. Okay, sehen Sie. Im Moment bin ich für Sie der Gott. Geben Sie mir was. Bringen Sie mich auf eine Spur. Namen, Adressen. Ich schwöre Ihnen, Sie wollen mich auf Ihrer Seite. Sie können Platz! Nicht... Ich habe ihm gesagt, dass er seine Zeit verschwendet. Sie gefährden diese Untersuchung. Sie haben hier nichts zu sagen. Nichts! Dann nur zu. Sagen Sie es dem Boss. Rufen Sie Chief Agent Monroe an, und zwar jetzt! Dummes Schwein. Was zur Hölle ist los mit Marcus? Ich meine, er ist doch nett, fehlgeleitet, aber was soll's? Er kann dich vor dem, was noch kommt, nicht mehr beschützen. Das FBI will ein Exempel an ihm statuieren. Ich meine, dafür sind sie ja da. Schade drum, aber du... Du kannst dich entscheiden. Du kannst entscheiden, ob du einsteigst oder ob du überrollt wirst. Sie machen alles, was wir gegen diesen Kerl in der Hand haben, unzulässig. Weil es Agent Fuentes so schwerfällt, die Dinge langfristig zu betrachten. Du kannst jetzt gehen. Erzähl deinen Freunden von dem Deal. Wenn das FBI sie in Ruhe lassen soll, müssen sie nur zu mir kommen. Ja, zu mir! Ansonsten... wird es ziemlich hässlich. Nein, 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 nein. Nope. Ich finde, es ist Zeit, die Welt mit eigenen Augen zu sehen. Wie ein großer Junge. Und der Welt zu zeigen, was du wirklich bist. Ich lasse euch zwei Turteltäubchen dann mal allein. Bringen Sie ihn raus. Ordentlich. Was soll ich nur mit dir machen, Marcus? Was soll ich nur mit dir machen? Oh, verdammt, ihr Drecksschweine! Ich hol mir diese Maske zurück! Wrench? Ich bin hier. Ich hol dir deine Maske zurück. Du hast das gesehen? Niemand behandelt dich so. Nein, Marcus, Mann. Du hast jetzt echt wichtigere Sachen zu tun. Scheiß drauf! Ich pass auf dich auf. Alter, also ich muss ganz ehrlich sagen, der Typ ist echt krass drauf, Mann. Ich meine, er ist der Direktor von Bloom, der CEO. Aber warum legt er sich auch so mit dem FBI einfach so an, ohne dass was passiert? Diese verdammten Arschlöcher. Darauf sollen wir reinfallen? Die kriegen uns nicht, die kriegen uns niemals. Wrench braucht diese Maske. Wenn einer aus dem Team was braucht, holen wir's. Absolut. Dann hacke ich ihren verfluchten Server und hol mir alle Daten über ihren kleinen Erpressungsplan. Waschen wir dreckige FBI-Wäsche. Okay. Oh, sorry, Dude. Oh, oh. Hui. Das war genauso geplant. Die Maske muss hier irgendwo sein. Okay, hier ist alles voll mit diesen Arschgeigen. Wirklich? Lasersensoren?
Verdammt, ich kann die nicht mal ausschalten. Ist da vorne einer? Nee, ne? Ich kann da keinen reinlocken, oder? Nee, das geht nicht. Irgendwie muss ich doch hier vorbeikommen. Vielleicht komme ich ja mit dem Ding da rein. Fahren einfach mal hin. Ich kann ja... Ich fahre einfach da oben zum Dach und dann kletter ich auf dem Dach ein bisschen rum. Mal gucken, was da oben ist. Oh mein Gott, shit! Was machst du? Okay, ich bin wach. Ja, komm mal, du bist. Oh, schau, das Pikipipi geht mir selber gerade auf den Sack. Digga, oh, perfekt geparkt. So, und schon sind wir hier oben.